Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Fishing Planet, The Ultimate Fishing Simulator. Das ist Part 72, ich bin euer Affenkönig Dämlich und ich habe mal ein bisschen, wie versprochen, hier einen Kescher ein bisschen entschlackt. Ihr seht, hier ist jede Menge Kram drin, was ich so noch ein bisschen zwischendurch auch gefangen hatte von Kram. Ihr seht ja hier, Forellenbarsche und Gesocks, da ist unser einzigartiger Kettenhecht. Der Süßwassertrommler, alles was wir so ein bisschen gefangen haben, aber das, was jetzt kein Geld gegeben habe, habe ich jetzt rausgeschmissen. Überlege noch, ob ich hier die großen Flachkopfwälse noch rausschmeiße, aber das können wir dann immer noch machen, wenn wir was Größeres gefangen haben. Es sind jetzt 58 Kilo im Kescher, also können wir erst wieder 12 Kilo reinballern. So, und ich hatte überlegt, es ist jetzt nicht mehr die beste Beißzeit, ihr seht das, aber ich wollte hier noch so einen schönen kleinen Zwischenpart machen und dann mit euch natürlich nochmal in die Nacht gehen. Und da würde ich sagen, es hat nachmittags gut auf Büffelfisch gebissen. Und da könnte man doch vielleicht auch Glück haben, noch einen Trommler zu fangen. Oder natürlich auch noch einen Büffelfisch. Ich werde es einfach nochmal probieren. Ich meine, mehr als schief gehen kann doch nicht. Es geht doch gar nicht. So, und deswegen holen wir mal die andere Angel raus. Und dann können wir ja die andere Schnur auch wieder drauf machen. Der Trommler wird, glaube ich, auch nicht so extrem riesig. Dann werden wir das alles mal so ein bisschen einstellen, wie wir das gewohnt sind. Ich habe natürlich noch ein paar Shiner gekauft in eurer Abwesenheit. Nicht, dass ihr euch da wundert. Nochmal 10 Stück für schlappe $520. Das ist ja nichts. Das kann man schon mal machen. So, was haben wir denn jetzt noch? 1-0er Haken. Zack, wieder dran gemacht. Jawohl. Und unsere Tauwürmer, würde ich sagen, gleich wieder auf Achse, ab an den Haken. Und schauen wir mal, ob hier nachmittags auch so ein Büffel-Johnny beißen möchte. Wäre natürlich auch cool. Hier hinten hat sie auch immer mal ein bisschen rumgequaumelt. Müssen wir mal gucken, ob da vielleicht ein Fisch ist. So, ich werfe mal hier hin. Aber wir kommen halt nicht bis zur Pose. Das ist irgendwie, ist das schade. Das ist wirklich, wirklich schade. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier einer beißt. Die Tiefe müsste noch dieselbe sein. Schöne 55 cm. Ja. Hat so mancher auch in der Hose, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das will auch keiner haben, so viel. So, weiter geht's von diesem schäbigen Thema zum Thema Fisch und Co. Ja, im letzten Part haben wir richtig, richtig geile Fische gefangen. Wir haben einen Karlhecht in Trophäengröße gefangen. Wir haben Büffelfisch in Trophäengröße gefangen. Wir haben einen Gabelwels in Trophäengröße gefangen. Also alles, was Rang und Name hat. Deswegen habe ich gedacht, Mensch, wäre doch blöd, jetzt hier nur noch den Nachtpart zu machen. So können wir nochmal das ein bisschen ausnutzen. Zumal ich mir dann eh nochmal eine neue Lizenz kaufen muss. Deswegen machen wir das gleich so. So, wie sieht es denn aus? Ja, alles ruhig. Und jetzt? Jetzt tut sich hier aber was. Mit Einschlag hat es mal kurz gebissen. Ja, aber nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter, hat der Fisch sich gedacht. Ah, und ich habe es jetzt schon von meinem Kumpel auf dem PC gehört. Der hat ja schon, ja, jetzt schon seit längerem Europa-Patch. Er sollte mir nicht zu viel verraten, aber es sind, glaube ich, sogar ein paar Gewässer, die man da beangeln kann, mit neuen Fischarten inklusive. Ach Mensch, ich freue mich drauf. So, aber jetzt hier ist noch mal ein bisschen still geworden, aber wir sind halt auch nur 35 Meter. Das ist nicht die größte Distanz. Oh, der Himmel sieht schon ganz geil aus, oder? Mit diesen verschiedenen Wolken. Auch, man sieht auch so diese verschiedenen Schichten, dass die Regenwolken oder die dunkleren Wolken auf jeden Fall etwas weiter unten hängen.
Oh ne, das Hessquatsch ist schon wieder da. So, und es zuppelt aber auch. Es kann doch sein, es beißt heute hier nichts. Ich habe nämlich gerade keinen Kaffee an meiner Seite. Ist noch keine Kaffeezeit, Leute. So. Nur so ein paar kleine Bisschen da. Nichts Weltbewegendes. Könnt ihr natürlich noch mal da drüben probieren. Aber wir lassen mal noch ein bisschen drin. Aber ich sehe, hier hinten, wo praktisch meine Routenspitze hin zeigt, da war immer mal mehr Bewegung im Wasser. Kann natürlich sein, dass das jetzt wirklich nicht die Zeit ist. Ich dachte so, dass der Büffelfisch und der Trommler vielleicht so dieselbe Bisszeit haben. Weil sie sich ja doch ein bisschen ähnlich sind. Alle beide gründeln da am Boden lang. Und sind, glaube ich, eher Fische, die am Tag aktiv sind als in der Nacht. Na, jetzt hat es nochmal kurz geklingelt. Aber eben immer nur mal so ein Biss und das war's dann auch. Jetzt sind wir mittlerweile schon wieder bei 35 Metern. Aber das muss ja nicht schlimm sein. Aber es ist noch was da. Es ist irgendetwas in der Nähe. Könnte natürlich wieder Kollege Gabelwelt sein. Darauf tippe ich zumindest mal. Deswegen warte ich jetzt hier auch noch mal kurz ab. Die Zeit haben wir. Habe ich ja schon gesagt im letzten Part, dass ich hier noch ein bisschen mehr Zeit rausholen möchte aus dem einen Tag. Und jetzt nicht unbedingt ständig vorspulen möchte. Natürlich brauchen wir dann nicht mit einem einzigartigen rechnen, aber mir macht auch ein Trophäenfisch Spaß. Und da gibt es ja auch schon ordentliche Kaliber. Wir werden nachher nochmal versuchen, ein bisschen auf Barsch zu angeln. Habe ich nämlich auch ganz wenig hier eigentlich nur gemacht. Da gibt es ja auch recht große Exemplare. Hier in den Gewässern. So, die Pose treibt langsam, aber sicher zu uns. Und Leute, Mensch, bald kommt Resident Evil 2, das Remake, raus. Ho, da freue ich mich aber auch schon. Wo ich erstmal keine Zeit haben werde, das zu spielen. Aber ich bekomme es erstmal und das ist schon mal sehr wichtig für mich. Ich freue mich da wirklich riesig drauf. Ich konnte mir noch eine Collector's Edition sichern. Mit einer Figur und allen Grimmskrams drin. Weil ich bin ein sehr großer Resident Evil Fan, muss ich sagen. Und da freue ich mich natürlich drauf. Und irgendwann müsste ja auch der 8. Teil rauskommen. Wahrscheinlich schätze ich mal durch den Erfolg des 7. Teils auch wieder in Ego-Perspektive. Aber ich fand das auch ganz geil. Ich bin zwar natürlich mehr ein Freund von der Third-Person-Ansicht, aber ich finde, wenn eine Ego-Perspektive gut gemacht ist, funktioniert das mindestens genauso gut oder sogar an manchen Stellen besser. Weil man sich einfach noch mal ein bisschen mehr reinversetzen kann. Aber hier unser Kollege will nicht. Ich will jetzt noch mal ausprobieren, ob wir an die andere Seite hier werfen. Aber es hat auch nicht angezeigt, dass irgendein Fisch in der Nähe wäre. Also von daher nichts verkehrt gemacht. Nur, dass wir jetzt hier natürlich ein bisschen länger gebraucht haben. So. Okay. Dann hauen wir mal hier volle Bude. Und gucken mal da, ob sich da irgendetwas tut. Hä? Aber auch nur wieder 35 Meter. Das letzte Mal sind wir weitergekommen. Aber der Wurf war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber da ist gleich viel mehr Bewegung im Köder. Ja, das ist auf jeden Fall mehr Bewegung. Also, das kann man schon mal so unterschreiben. Kommt nur noch drauf an, was da unserem Wurm hier zu schaffen macht.
Wir haben ganz leichten Wind von vorne. Immer noch 27 Grad, also sehr warm. Aber die Stelle hier hinten scheint nachmittags sehr gut zu funktionieren. Ja, jetzt vielleicht. Ja, jetzt hat sich was gemeldet, aber das ist nichts Großes. Nein, um Gottes Willen, aber... Ja, ich schätze mal Kilo, vielleicht Barsch. Oder kleiner Gabelwels. Oh, ein schöner Weißbarsch. Die gibt es also auch da hinten. Da haben wir schon mal einen rausgeholt. Das freut mich aber, weil von den Kollegen haben wir noch nicht so viele gefangen. Die sehen auch sowas von super geil aus. Würde ich mich in echt auch, glaube ich, richtig freuen, wenn ich so einen landen könnte und erstmal ein schönes Foto schießen vom wunderschönen Fisch hier. Ein bisschen Reflexion hier vom Sonnenlicht. Ah, schön. So, geben die viel Geld? Nee, die geben gar nicht viel Geld, deswegen lassen wir den wieder frei. So, dann werfen wir gleich mal gucken. Ich will mal probieren, das kann doch nicht sein, dass wir nur 35 Meter rauskommen. Ah, war der zu früh? Hm. Ah, der war nicht so super. Jetzt könnte man natürlich sagen, Mensch, hey, ich mach meine Schnur einfach lose. Vielleicht treibt er noch ein bisschen weiter hinter, aber meistens kommt er uns nur entgegen, der Schwimmer. Also auf jeden Fall schon wieder ein Fisch da. Oh! Das ging aber schnell. Das ging aber sehr schnell. Ist auch nichts Riesiges, aber das könnte Kollege Trommler sein oder Kollege... Das ist Kollege Trommler, Leute. Bei 34 Metern ist natürlich noch ein kleiner Geselle. Ha! Aber er ist auch nachmittags da. Das ist gut zu wissen. Das ist richtig gut zu wissen. Die geben aber auch sonderlich wenig Geld. Ist der Barsch immer noch auf Platz 1, aber wenn der da ist. Ah, der war nicht gut, der Wurf. Ah, genauso wie eben. Aber ich lasse hier nochmal drin, weil das ging halt recht fix. Ich hatte nämlich gerade das Problem, dass ich eigentlich die Schnur total locker hatte und musste dann die schnell noch scharf stellen. Und deswegen hat erstmal ganz schön ausgeschlagen hier oben. Aber hier sind Fische echt richtig viel vertreten. In der Ecke. Und da ist auch schon wieder einer. Die Frage ist, ja, das ist was anderes, schätze ich. Das könnte jetzt zum Beispiel wieder Kollege Weißbarsch sein, oder? Der Trommler ist so richtig leicht rot. Ja, wieder ein schöner Weißbarsch. Oh, schön, da fangen wir die hier auch nochmal. Aber ich will probieren. Ich muss doch noch ein paar Meter schon weiter vorkommen. Ah, wieder. Sag mal, haben die da irgendwas gepatcht, dass ich das nicht mehr so gut kann? Das hat doch sonst immer super funktioniert. Irgendwie kriege ich es nicht mehr so oft hin, dass der Ausschlag wirklich direkt in dem weißen Bereich ist. Das ist ein bisschen schade. So, hier sind jetzt... Da vorne hat irgendwas geraubt. Das ist viel Bewegung im Wasser, das seht ihr. Aber trotzdem hinten eigentlich nicht ganz so viel, wie man vermuten würde. Aber lassen wir uns mal überraschen. Jetzt haben wir ja auf jeden Fall schon Weißbarsch gefangen. Davon haben wir ja gleich, glaube ich... War das im ersten Part? Ich glaube, da haben wir gleich einen richtig schönen gefangen. So, und jetzt wird hier auch schon fleißig gezuppelt. Ja, immer weiter. Ja.
man mal. Aber es wäre halt geil, wenn man wirklich noch ein bisschen weiter, bis an das Krautfeld. Das wäre geil, aber das sind bestimmt gute 45, 46 Meter. Also schaffen wir dann, glaube ich, auch nur mit unserer anderen Angel. Unser Spinnruder, aber das bringt uns da nicht ganz so viel. Aber es ist schon mal schön, immer öfters mal auch so einen Trommler zu sehen, weil, ich weiß nicht, der ist irgendwie, das ist so ein Fisch, den sieht man halt nicht ganz so oft. Den beangelt man auch nicht so oft, den gibt es nicht an so vielen Gewässern. Am Mudwater River, glaube ich, noch in der normalen Ausführung. Aber ansonsten nicht wirklich. So, und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier noch was Schönes an der Leine haben. Dann würde ich nochmal zu Kollege Bosch gehen. Da habe ich ja die eine Stelle, da haben wir schon mal, glaube ich, auf Bosch probiert. Auf dem Steg. Zeige ich euch aber gleich. Und da wollte ich nochmal ein bisschen probieren mit dem Bass Jig. Oder eventuell auch nochmal mit ein paar anderen Ködern. Aber ich habe leider meine ganz großen Blinker ja vergessen. Werde ich das nächste Mal auf jeden Fall mitnehmen. Oh, jetzt hat sich was gemeldet. Ja, auch nichts Riesiges. Vielleicht ein schönerer Weißbarsch nochmal. Oder kleiner Trommler. Ne, nochmal ein Weißbarsch. Ja, 720 Gramm. So, behalten wir den? Ne, den behalten wir nicht. So, ich schau mal. So, wo war das denn jetzt? Hier unten war der erste. Ne, ich glaube, das war hier hinten. Von dort aus könnten wir dann gleich hier rinter in die Ecke. So, das war hier hinten beim Baumstamm. Genau hier hinten. Da haben wir schon mal ein paar schöne Fische landen können. Aber halt noch nichts ganz vielversprechendes Großes. Ich möchte es halt einfach mal probieren. Es gibt da hier ein paar Ecken. Wir können halt auch nicht so extrem weit auswerfen. Und hatten halt ziemlich oft auch immer hängen. Das war eigentlich immer der Nachteil hier in der Ecke. Aber der Best Chick ist halt schön schwer. Ich habe auch noch ein 21 Gramm mit. Müssen wir nachher mal gucken. Ah, jetzt hat mein Kater ist hier gerade durchs Kabel gelaufen. Deswegen habt ihr gerade wahrscheinlich den kleinen Schlag gehört. Ich glaube, da muss man richtig kräftig kacken und da hat er vorher immer seine 3-4 Minütchen, wo er ein bisschen rumspinnt. So, hier war schon mal nichts. Ich kann ja auch nochmal den anderen dran machen. Der ist vielleicht nicht ganz so groß. Wo haben wir den denn? Aber den Crankbite könnte ich auch nochmal ausprobieren. Wir können ja gleich mal gucken, was hier so der Barsch möchte. So, gibt es noch den Weißbarsch. Den gibt es ja auch noch in Trophäen. Da hat man mal einen gefangen. Der war, glaube ich, gerade so über ein Kilo. So, dann haben wir noch unsere Sonnenbarsche, unsere Crabbies. Ja, die gehen leider alle nur auf diesen kleinen Spinner. Was ist denn mit den größeren Barschen hier? Casting Spoon. Ja, da haben wir nur die kleine. Auch Best Chick haben sie alle beide drin. Deswegen sollte das gar nicht so verkehrt sein. So, ich mach mal den 21 Gramm dran. Gucken wir, was wir mit denen erreichen können. Auf jeden Fall, da ist Bewegung im Wasser. Da wissen wir auf jeden Fall, da muss irgendwas sein. Das Schöne bei dem Best Chick ist, es ist auch wirklich ein Barsch dran, wenn da was anbeißt. Dann hat man natürlich den Beifang, dass man jegliche Größe eigentlich fast damit fängt, obwohl die Dinger schon ziemlich groß sind hier. Aber hier ist nun mal auch alles vertreten in dem See. Ja, aber der Auswurf ist eben ein bisschen doof. Ich gehe noch mal ein paar Meter zurück hier. Ende vom Steg, dass wir noch mal ein bisschen mehr
Kann ja auch mein Dickicht werfen, aber ich glaube, da werden wir ein paar mehr hängen haben. Ich weiß nicht, ob bei dem Twitch so gut ist hier. Wahrscheinlich eher einfach einmal ziehen. Ich dachte immer, so ein leichtes Twitchen kann gar nicht verkehrt sein. Wie gesagt, ist halt auch ziemlich flach, die ganze Ecke hier. Aber ich hoffe, es schnappt sich trotzdem mal hier am Barsch den Köder. Ansonsten können wir natürlich auch wieder mit Pose probieren. Kleine Ritzen sollten da auch sehr beliebt sein. So, jetzt ist irgendwas eingestiegen hier. Und das ist, ja, das ist ein schöner. Der gibt auf jeden Fall ein bisschen Geld. Der gibt ein bisschen Geld. Sehr schön. Und eine Trophäe, gleich als erster. Das ist doch schön. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Gibt uns nämlich satte 300 Dollar fast. Ja, genau so meinte ich das. Genau so meinte ich das. Und es hat also auch mit Twitchen funktioniert. So, und jetzt schauen wir mal, ob sich hier noch ein größerer einfindet. Das war jetzt, war das der gepunktete? Das war Forellenbarsch. Weiß nicht, ob der gepunktete sich hier auch rumtreibt. Ziel ist es ja eigentlich auch noch einen schönen großen Katzenwels zu fangen. Würde ich mich auch sehr freuen. Jetzt haben wir Unkraut dran hier. Ein Stückchen Seerose nehme ich an. Ja. Das ist klar. Ich wollte nochmal, hier gab es noch ein paar andere Stellen, wo man schön auswerfen konnte, wo ich noch gar nicht war. Und zwar hier. Da hinten spritzelt und spratzelt nämlich auch. Und ich finde den Best Chick von der Farbe vielleicht auch ein bisschen besser. Der hat noch so ein bisschen was Gelbes drin, ein bisschen auffälliger in seiner Darbietung. Und wenn wir den jetzt noch schön präsentieren, könnten wir da schon Glück haben, noch was Schönes an Land zu ziehen. Aber es ist halt wirklich so, mit Zander oder mit Barsch lässt sich einfach das meiste Geld machen. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere Fischart, aber wenn es jetzt darum geht, vom Anbeißen her und wie schnell und so, da ist der Barsch schon ziemlich weit vorne. Nicht gerade an diesem Gewässer, zumindest habe ich da noch nicht den Köder gefunden, wo man hier einen nach dem anderen rauszieht oder vielleicht auch nicht die Stelle. Aber eins steht fest, Preis-Leistung, wenn man so will, stimmt einfach hier beim Barsch. Für die Größe und das Geld, was man kriegt, ist es, glaube ich, unschlagbar. So, wir können ja mal. Wir haben auch noch ein Spinnerbait. Können wir mal den Crankbait hier dranhängen. Wo ich da nicht genau wusste, wie ich mit denen angeln muss. Aber wir probieren es halt einfach mal. So. So, und den ziehen wir ja mal ein Stückchen runter und lassen wieder schön hoch. Sehr schön. Hat er schön langes Spiel, dass einer anbeißen könnte. Aber es steht eben auch kein Stop and Go und nichts da. Das ist bei den Ködern schon ein bisschen komisch. Aber man soll ja auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Hat mir ja auch den einzigartigen Hecht gebracht. Nicht zu vergessen. Ja, aber hier scheint zumindest bis jetzt nicht der Fisch zu sein, der hier drauf Bock hat.
kann natürlich auch versuchen, den immer nur im Mittelwasser laufen zu lassen. Hoch und runter und hoch und runter und runter und hoch. So lange, bis nichts mehr geht, du. Ja, aber nicht mal ein einzelner Biss. Aber wir hatten doch hier noch... Haben wir noch unseren Bison-Spinner, unseren Medium... Narrow Spoon, ach, das für die Nacht. Den werden wir in der Nacht mal ausprobieren, Leute. Das werde ich mal tun. Unseren 14 Gramm Casting Spoon ist mit das Größte, was wir haben. Und da hinten. Da spritzelt es aber auch. Genau da. Hier gibt es viele schöne Ecken. Die Frage ist, wo sitzt der große Barsch? Wo sitzt er? Und der geht eben ziemlich schnell hoch hier. Deswegen habe ich die Erfahrung gemacht, ist hier ein Stop and Go eine gute Variante. Bei den Casting Spoon. Gerade in etwas flacheren Gewässern. Wo man jetzt nicht ewig lange sinken lassen kann, wie zum Beispiel in New York. Ja, die Sache ist halt die, es muss auch was beißen. Ich meine, immerhin schon ein Trophäenbarsch, das lässt schon mal auf mehr hoffen. In dieser Part wird ein wenig länger gehen als der letzte. So viel sei schon mal gesagt, weil wir hier auch viel ausprobieren. Natürlich ist nicht jeder Köder zum Erfolg verdammt. Das ist mir klar. Ja, vielleicht das gute alte Silber. Holen wir mal das alte Silberbesteck wieder aus dem Kasten raus. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Könnte ich ja dann auch noch mal vorne an die Barschstelle ausprobieren. So, wir ziehen mal ein bisschen ins Mittelwasser, lassen ein bisschen absinken und ziehen dann wieder bis ins Mittelwasser hoch. Das funktioniert eigentlich ganz gut soweit. Und außerdem kommen die meisten Bisse ja eh unverhofft. Aber wir können natürlich auch nochmal an die andere Stelle gehen. Wer weiß, was hier hinten sein Unwesen treibt. Das ist jetzt natürlich die große, große Preisfrage. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir gerne mal in die Kommis schreiben. Ah, hier kann man auch noch auswerfen. Und das auch nicht zu knapp. Ja, können wir das auch nochmal probieren. So. Nee, nee, das funktioniert schon. Also, ich sehe da schon von der Köderführung gar kein Problem. Es fehlen wirklich nur die Fische. Da war hinten die Ecke echt Gold wert, Leute, oder? Mit unseren Büffelfisch. Oder unseren Trommler. So, ich werfe jetzt noch einmal auf die andere Seite. Ich meine, ein Alligatorhecht möchte ich mit der Angel auch gar nicht irgendwie rankriegen, weil das würde nichts werden, glaube ich. Außer es wäre ein kleiner. Es wäre fatal, glaube ich, mit dieser Angel, da einen großen Big John dran zu haben. So. Hauen wir nochmal in die Ecke hier. Da hat man ja zumindest schon mal den einen Barsch gefangen.
So, bitte keine Seerose. Okay, keine, das ist schon mal gut. Mach jetzt mal ein klassisches Stop and Go. Und schon hat einer zugeschlagen. Kein Riese, aber definitiv was Mobs Fidelis. Das ist bestimmt. Aha, ein Barsch. Auf jeden Fall könnte das eine Trophäengröße sein. Schließe ich jetzt hier mal nicht aus. Zack, einmal hingeworfen mit den Silbernen. Also scheint das schon eine gute Ecke für Barsch zu sein hier hinten. Oh, da müssen wir sogar nochmal mit der Schnurrsperre hochgehen. Das lässt doch hoffen. Das lässt doch hoffen. Oh. Der zieht ganz schön gut weg, muss ich sagen. Ja, großer Forellenbarsch. 1,5 Kilo. Nicht mal eine Trophäe, aber der hat sich ganz schön gewehrt. Ne, dich nehmen wir natürlich auch mit. Du gibst uns schönes Geld, dann weißt du, schön war. Gleich nochmal in die Ecke. Mit einem klassischen Stop and Go. So, Schnurbremse ein bisschen runter. Schön am Grund entlang führen. Der silberne Casting Spoon. Mit dem kann man, wenn man jetzt zumindest ein paar Fische fangen will, eigentlich nie was verkehrt machen. Ist zwar nicht gezielt auf irgendwas Bestimmtes jetzt super gut, aber eben ein Allround-Talent in Sachen Hecht und Barsch. Und auch andere Fischarten noch. Jetzt wird es ja aber langsam auch ein bisschen diesiger. Der Himmel macht sich immer mehr zu. Dunkle Wolken über Louisiana. Ich hoffe, es regnet in der Nacht nicht. So, ein Versuch gebe ich den Köder mal noch. Und dann werden wir mal die Stelle wechseln. Ich wollte nämlich noch mal an die Gabelwelt-Stelle. Und da mal gucken, was da abgeht. Gerade um die Zeit jetzt auch. Ah, jetzt hatte ich einen Biss. Und gar nicht mal so ein schlechter, wie mir scheint. Hat gut geklimpert gerade im Controller. Aber eben auch nur einmal. Ja, ich sage, die Fischarten scheinen mir hier an den See verwöhnter zu sein als an manch anderen See. Einfach alles in allem manche Arten schwerer zu beangeln. Aber es ist ja auch ein höheres Level an See, ich meine. Soll ja auch nicht so einfach sein. So, hat sich jetzt nichts getan. Da gehen wir jetzt mal in die Ecke, wo wir auch schon Gabelwels und was haben wir da noch gefangen? Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr. Das war auf jeden Fall hier hinten. Das ist eine ganz tiefe Stelle. Rüsten wir unsere andere Angel gleich aus. So, wie war das denn bei Kollege Gabelwels? Dosenfutter. Wir haben ja aber Tierfutter. Tierfutter ist doch Dosenfutter. Blutegel aber auch. Ich kann mir auch Blutegel da dran hängen. Das ist mir eigentlich Schnurzpiepe. So, Blutegel dran. Zack.
Nehmen wir denn da? Andere Sehne sollten wir schon noch drauf machen. Nehmen wir gleich auch mal einen 5-0er Haken. So, unsere Mono-Sehne. Zack, schön drauf. Ja, das sollte hoffentlich zum Erfolg führen. Es ist halt sehr nah dran, deswegen, aber ich glaube, wir hatten da mal was gefangen und hier scheint auch Fisch in der Nähe zu sein. Ich gehe jetzt hier mal für 85 und wir tasten uns dann, wenn nichts beißen sollte. Ah. Immer ein bisschen näher ran. So. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist es hier eine schöne tiefe Stelle. Da sollten die sich auf jeden Fall rumtreiben. Gehe ich mit der Schnurbremse mal. Nicht ganz so niedrig, weil die sind ja auch nicht zu groß. Also zumindest nicht so wie so ein Flachkopfwels oder so ein Katzenwels. Obwohl die sich vielleicht hier auch rumtreiben und hoffentlich auch mal Lust auf einen Blutegel haben. Als heißt erstmal abwarten und Tee trinken. Ja, und da meldet sich auf jeden Fall schon was. Ja, mal gucken, was es ist. Eigentlich dann auch eine easy Stelle, oder? So nah vom Ufer kann man den Fisch recht schnell landen. Natürlich mit einer gewissen Ausrüstung, aber ich finde auch eine schöne Stelle. Hier rechts gleich nah mit den Bäumen, wo die Wurzeln sich ja auch unten noch ein bisschen verbreiten im Schlamm, im Boden. Und das mögen ja die Wälse. Da stehen natürlich auch bevorzugt denen ihre Futterfische. Und da haben sie gleich ein schönes Jagdrevier, wenn sie dann in der Dämmerung anfangen loszuziehen. Hm, jetzt kommt auch ein bisschen mehr Wind auf, ihr hört es schon. Hat sich auch, ja, ist stärker geworden. Am Anfang war es vorher noch bei 0,6 km/h und jetzt ist es schon bei 1,5. Es ist kühler geworden, satte 5 Grad, ne, 4 Grad kühler. 16 Uhr jetzt. Kannst den Köder gerne auch ganz nehmen. Aber wissen ja, der Gabelwels spielt auch sehr gerne. Hört sich schön an, wie es hier rumsäuselt. Wir haben noch 44 Egel, das ist Wahnsinn. Die werden wahrscheinlich bis Ende des Let's Plays nicht komplett ausgehen. Oder des Let's Testes. Aber hier, da ist was im Gange. Da ist definitiv was im Gange. Ja, muss dazu sagen, ich habe natürlich auch einen großen Haken dran und wenn da jetzt ein kleinerer dran rumknabbert, wird er sich vielleicht nicht gleich den 5er Haken nehmen. Ja, es zuppelt, es zuppelt, es zuppelt, aber nicht das Wahre. Ich warte aber noch mal kurz ab und würde dann aber noch mal rausholen. Ja, von der Tiefe her denke ich mal, wird es eigentlich schon gehen, wenn Aktivität da ist. Vielleicht aber auch ein Stückchen weiter Rinder noch werfen. Können Sie natürlich auch noch mal mit dem Tierfutter probieren.
So. Und wir gehen mal hier auf den Meter und ich mach's nur mal kurz dran. Also wir wissen ja schon mal, dass sie auf jeden Fall da drauf beißen. Ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. So. Jetzt mal hinter die Pose. Dass wir alles mal ausprobiert haben. Ich glaube, bei so einem Wels. Wieso einen kleineren Haken? Ich meine, klar, freilich beißen die auch auf einen 1-0er Haken. Aber wenn, dann wollen wir schon eine Trophäengröße landen oder größer. Ist zumindest das primäre Ziel. Und alles andere wäre doch dann ein bisschen blöd. Der große Erfolg bleibt aber noch aus momentan. Ach ja, Leute, und was ich gerade privat spiele, ist Dragon Quest 11. Also wer auf klassische JRPGs steht, der muss dazu greifen. Und wer noch vielleicht ein Fable hat für Dragon Ball, so wie ich, weil der Zeichner Akira Toriyama ist damit am Werk. Und ist maßgeblich an der Geschichte und den Figuren beteiligt in Dragon Quest 11. Ein Gedicht und die Grafik, Leute, mit der Unreal Engine 4. Wirklich wunderschön. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, der so JRPGs mag, im klassischen rundenbasierten Kampfsystem und einer schönen Welt. Nicht zu schwer, nicht zu leicht. So einfach nur in die Welt eintauchen und Spaß haben. So, aber hier, es beißt, aber nicht so, wie ich das gern hätte. Aber ich will der Sache schon noch ein bisschen eine Chance geben. Ich denke mal, das hat auch wahrscheinlich wirklich mit unserem Köder zu tun. Den wollen sie ja aber. Was? Ich möchte jetzt aber auch nicht den 1-0er Haken dran machen und dann nur kleine fangen. Und wir haben 146 mal Tierfutter. Das ist ein starkes Stück. So, es zieht immer weiter. Los! Jetzt zieh doch mal runter. Hol ihn dir. Bring mal einen Angler zum Wein. Und sei mal 38 Kilo schwer. YouTuber weint bei Angelspiel. Die Zeile überhaupt. Nein, aber ich würde mich jetzt schon freuen, wenn es endlich mal rappelt in der Kiste. Und nicht immer nur so als ob. Ich habe jetzt hier auch schon ziemlich lange drin. Ich will mal was probieren. Ich weiß, dass der wahrscheinlich nicht auf die kleinen Elritzen steht. Aber ich würde immer sagen, ein Versuch ist es wert. So, mal ein bisschen weiter links. Warum sollte ein Wels Nein zu Elritzen sagen? Aber vielleicht fängt man ihm dann damit nicht die Risiken. Das kann natürlich auch sein.
Bewegung ist ja da hier, richtig, Bewegung im Wasser. So, soweit ich das sehen kann, sogar auch da ganz hinten rechts in dieser, ja, in dieser kleinen Bucht drinne. Und jetzt scheint auch was hinterm Scheiner, nicht Scheiner, hinter der Eritze her zu sein. Ja, jetzt aber wieder nicht mehr, jetzt bewegt sie sich wieder ziemlich ruhig. Nee. Sei uns nicht vergönnt, hier einen schönen großen Gabelwels rauszuziehen. Letzte Möglichkeit wäre, hier einen Shiner dran zu basteln. Obwohl die Fische eigentlich schon da sind, wir sehen es ja. Aber irgendwie zieht es auch jetzt hier viel weniger, als ich vorher auf die 80 cm hatte. Ging das deutlich besser. Ja. Wir probieren jetzt hier nochmal einmal den Shiner aus. So. Und dann nochmal schön mitten rein. So, wenn das jetzt mal nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Das ist hier der Topköder. Obwohl ich dachte, eigentlich ist es ja das Tierfutter, worauf sie hier gehen. Also ich gehe hier nicht, bevor ich nicht einen wunderschönen Gabelwels gefangen haben. Der ist doch eigentlich nicht so wählerisch. Den haben wir auf Tauwurm zuhauf da drüben gefangen. Zwar jetzt nicht die Riesenexemplare, aber auch im letzten Part, wo wir den, bevor wir den Karlhecht gefangen haben, haben wir auch, glaube ich, das war ja auch eine Trophäengröße, die wir da gefangen haben vom Gabelwels. Also wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Der Wind säuselt immer mehr hier rum. Es wird immer dunkler. Man kann natürlich auch alles an der Zeit liegen, aber da fängt man ja wenigstens ein paar normalere Exemplare. So, vielleicht doch jetzt. Wir werden sehen, ob wir jetzt endlich hier einen an die Leine kriegen. Nee, da tut sich wirklich... Das ist wie verhext, Leute. Es steht auch nicht mal da, dass ein Fisch da gewesen ist. Mensch, kann das denn wahr sein? Getüpfelter Gabelwels. Krebs habe ich nicht. Also als Kunstköder jedenfalls nicht mit. Blut könnte ich natürlich noch anbieten. Das könnten wir eigentlich gerne noch probieren. Davon haben wir ja auch noch ein bisschen was. Schmeiße ich mal hier. Hier ist immer so viel Bewegung in der Ecke. Direkt mal hier hin. Müsste ja noch eine tiefere Stelle sein. Ja, ist er auch noch. Und ich wette, das zuppelt auch gleich wieder. Ja, sofort. Wir werfen rein und ist gleich, die Zuppelei ist gleich da, aber... Bis jetzt wurde der Köder noch nicht runtergezogen.
vielleicht jetzt beim vierten oder fünften Anlauf. Wir sind jetzt schon sehr lange fischlos, was ein bisschen schade ist. Aber es kommt noch ein wunderschöner Part. So viel kann ich euch versprechen. Und da haben wir dann auch eine Top-Bisszeit und dann sind wir auch in der Nacht. Und da will ich nochmal gucken, ob ich den Katzenwels mir angeln kann. Einen schönen großen. Und dann vielleicht so gegen um 4, um 5 auch nochmal gucken, ob wir den Alligatorhecht nicht an die Leine kriegen. Also, ihr hört, es soll sehr spannend werden. Und ich hoffe, ihr schaltet dann natürlich auch wieder ein. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir hier nochmal so einen Ochsen rausziehen können. Der lässt aber heute auf sich warten. Wenn man nicht haben will, fängt man ständig. Und wenn man haben will, schafft man das dann doch nicht. Schwierig, schwierig, sage ich dann nur. Obwohl die Bewegung eindeutig da ist. Und die Fische sind da. Die Wellen sind da. Alles ist ready to fish. Aber der Fisch selber nicht. Auch obwohl es hier so schön ist. Herrliches Klima. Herrliches Wetter. Noch regnet es nicht. Vielleicht, wenn ich ein paar Lichtsignale gebe. Im Morsecode bitte Beiß an senden. Scheint nicht zu interessieren. Da knuppert aber auch die ganze lange Zeit. Die ganze lange Zeit knuppert der. Und es soll nichts passieren. Dann werde ich jetzt nochmal was Außergewöhnliches ausprobieren, um hier irgendwas an die Leine zu kriegen. Hier hinten haben wir noch nie mit der Spinnangel geangelt. Ach nee, das war ja unsere Troy. Die wollte ich nicht. Die Tora bitte einmal her. So, und? Ach, ich wollte was Besonderes ausprobieren. Können wir ja auch mal machen. Wir haben hier noch ein Grab und eine Nymphe. Ich mache mal so ein Grab dran. Und wir gucken einfach mal, ob da drauf hier was beißt. Das würde mich immer sehr interessieren. So. Also ein Wels sollte das schon mal nicht sein, zumindest kein Gabelwels, laut Beschreibung, der hier drauf beißen würde. Ich bin mal gespannt, ob wir da überhaupt was in die Leine kriegen. So was mache ich ja ganz selten, also ich probiere viel aus, aber nur wenn es auch eigentlich erfolgversprechend ist. Aber mal sehen. Ob wir hier an den zwei Ecken was fangen könnten damit. Weiß gar nicht, ob es hier großartig Fische gibt, die da drauf stehen. Ja, vielleicht ein Barsch, ja. Wir wissen ja, dass der Barsch fast alles mag. So, mal hier hinterwerfen, da kommen wir ziemlich weit raus. Obwohl der Köder ein bisschen zu leicht ist. So, jetzt sinkt hier ziemlich fix ab. Ich lasse ihn ab und zu mal twitchen, ansonsten ziehe ich ihn langsam geradeaus. Obwohl mit so einem Gummiwurm twitchen eigentlich immer gut ist. Schöner Silikonköder im Wasser von Louisiana. Keine Aussichten auf Erfolg. Kein Biss, kein gar nichts, Leute. Was haben wir hier noch?
Ja, können wir mal den langen Wurm hier dran machen. So, probieren wir den mal aus. Immer mal zwei Würfe. Aber lange haben wir nicht mehr Zeit. Gleich ist dieser Part nämlich vorbei. Ansonsten teleportiere ich mich noch mal hinten an die Stelle. Und werf noch ein letztes Mal auf Büffelfisch aus. Wenn der zweite Wurf von dem hier auch nichts bringt. Mensch, ich dachte jetzt an sowas wie ein Crappy oder sowas. Ist der vielleicht Bock hat auf so einen Wurm hier? Oder auch natürlich jegliche Barsche. Tja, schade. Dann werfen wir einmal noch hier hinten in die Ecke. Ah. Ah, der war nicht da hinten, wo das Boot liegt. Ja, nicht ganz so, aber die Richtung. Der war doch schön, der Wurf. So. Ich habe das Gefühl, dass jetzt was anbeißt. Ich spüre es sozusagen. Aber das ist ja echt ärgerlich, oder? Dass der Gaubelwelt jetzt hier nicht an die Leine wollte. Vielleicht ist das genau die Zeit, wo man den gar nicht fängt. Natürlich alles möglich. Wo ich es mir bei dem Fisch nicht vorstellen kann. Tja, Leute, nichts. Dann probieren wir nochmal Wunderwaffe Büffelfisch, aber ob das jetzt noch gelingt. In 2 Minuten. Das wage ich irgendwie stark zu bezweifeln. Wenn ich ehrlich sein soll. So. Zack, Brutus. Ah, ich habe eine Idee. Wenn die Zeit vielleicht nicht mehr ausreicht. Zack, 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 zack. Hier hinten haben wir doch schön Wels gefangen schon. So, vielleicht jetzt noch mal irgendwie sowas in der Richtung. Wir werden sehen. Wir sind bei 80 Zentimetern. Und wir sind jetzt auch, glaube ich, schon fast bei 58 Minuten Let's Play Länge angekommen. Und wir werden jetzt gucken, ob wir jetzt hier in der nächsten Minute noch irgendwas Schönes an Land holen können. Es ist ganz still und leise. Keine Riesenbewegung im Gewässer. Aber vielleicht der eine Biss. Die Vögel feuern mich an. Ja, es gibt hier Bisse, aber es zieht leider nicht nach unten. Falls wir uns gleich nicht mehr hören, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend, was wir auch gerade haben. Dankeschön fürs Einschalten und natürlich immer schönes Spielen wünsche ich euch. Macht's gut.